willkommen zu diesem Video. Wir haben uns im Vorfeld einmal die Theben 1610011 Zeitschaltuhr näher angesehen. Es handelt sich hierbei um eine Zeitschaltuhr, die hauptsächlich zur Hutschienenmontage eingesetzt wird. Wir haben hier eine Reihenbau-Schaltuhr ohne Gangreserve. Die Breite der Schaltuhr beträgt 52,5 mm. Wir haben ein 24-stündiges Programm. Die kürzeste Schaltzeit beträgt 15 Minuten. Eingesetzt wird sie unter anderem zur Garagenbeleuchtung, aber auch zur Schaufensterbeleuchtung beispielsweise oder vielfach auch zur Steuerung einer Pumpe beispielsweise. Hier sehen wir die Schaltuhr noch einmal aus der Nähe betrachtet. Die analoge Zeitschaltuhr wird in Deutschland gefertigt. Man hat hier eine präzise Einstellung durch 96 Schaltsegmente für 15 Minuten Schaltabstände. Eine eindeutige Uhrzeit ist dank der 12:24 Uhr Anzeige hier gegeben. Wir haben mit dabei ein praktisches Tagesprogramm und eine kinderleichte Sommer-Winterzeitkorrektur. Um den Anschluss der Zeitschaltuhr zu beschleunigen, wurde an einen Duofix Federsteckklemmensystem gedacht für jeweils zwei Leiter hier einsetzbar. Außerdem haben wir hier eine Zeitschaltuhr, die netzsynchron ist und insgesamt einer hochwertigen Verarbeitung Made in Germany gerecht wird. Hier bekommen wir auch nochmal ein genaues Maßbild der Zeitschaltuhr. Angeschlossen wird das Ganze über Steckklemme. Der Handschalter mit drei Stellungen ist einfach zu bedienen. Insgesamt ist das Gerät qualitativ verarbeitet und ebenso über DIN-Schiene TS35x7,5 zu montieren bei einer Nennfrequenz, die wir hier haben, von 50 Hertz. Insgesamt eine Zeitschaltuhr, die sich über sehr viele positive Bewertungen freuen kann, dementsprechend auch in den allermeisten Testberichten gut abschneidet und zu empfehlen ist.